Mein Name ist Hans Stein und ich leite das Regionalbüro Europäische Institutionen und Nordamerika der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit Sitz in Brüssel. Und ab dem 01.01.2015 merken Sie sich bitte eine neue Abkürzung: ETAD, Europäischer und Transatlantischer Dialog. Wir sind eine Art EU-Verbindungsbüro der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir geben den weltweiten Stiftungspartnern eine Plattform hier am Sitz der europäischen Institutionen. Wir beschäftigen uns zum einen mit der Analyse europäischer Themenschwerpunkte. Gerade jetzt mit Blick auf die Europawahlen haben wir uns mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt. Wir haben aber auch im Vorfeld viele europäische Zukunftsfragen in Dialogprogrammen hier zur Diskussion gestellt. Das Europa der Regionen, den Bundesstaat Europa, die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik oder Fragen über Asyl und Migration. 2012 hat die Friedrich-Naumann-Stiftung, wie die anderen politischen Stiftungen, die Einladung angenommen und ist wieder aktiv geworden in Griechenland. Ziel war der Gedanke zwischen den beiden Regierungen, dass wir deutsch-griechische Programme zur Vertiefung der europäischen Integration durchführen wollten. In ganz Europa haben wir immer wieder die Diskussion, was ist eigentlich das europäische Narrativ, der Zusammenhang. Und da haben wir gesagt, lassen wir uns doch mal Leute fragen, die nicht den ganzen Tag sich mit Europa beschäftigen. Und so haben wir weltweit einen Aufruf gestartet an Künstler, uns ihre Geschichte über Europa in Form eines Comics zu zeichnen. Herausgekommen ist ein Sammelband, Animate Europe, wo wir Beiträge aus den USA, aus Indonesien, aus Deutschland, den Niederlanden und Italien haben. Ein tolles Projekt, das mittlerweile auch auf Europa-Tournee gegangen ist mit einer super Ausstellung, mittlerweile 10.000 Menschen erreicht hat, zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse, beim Jugendforum in Straßburg. Wir waren in Utrecht, in Deutschland, an vielen Standorten, an Schulen, wo diese Ausstellung genutzt wird, um über Europa zu diskutieren, Europa neu zu bewegen. Und das ist die Idee von Animate Europe. Über all diese Aktivitäten berichten wir zum Beispiel in unserem Newsletter, der alle 14 Tage erscheint. Oder schauen Sie einfach mal auf unserer Website fnf-europe.org vorbei.